Hallo, wir sind Ronald und Andrea und seit fast einem Jahr auf Motorradweltreise. Und wir haben uns mal überlegt, dass wir eine Episode drehen, die total anders ist wie die üblichen Episoden. In den üblichen Episoden seht ihr ja, wie wir auf Motorrad sitzen und durch ganz tolle Landschaften fahren und Spaß am Motorradfahren haben, hauptsächlich Schotter. Und wir drehen die Woche über ungefähr immer 5 Stunden Filmmaterial und wir schneiden sehr viel raus. Diesmal machen wir es genau andersrum. Genau, da seht ihr eigentlich mehr das Drumherum und ein bisschen fahren. Genau, also wie wir morgens aufstehen, die Motorräder beladen, wie wir Pausen machen, also alles das, was ihr sonst nicht seht. Aber schaut selbst. Willkommen zur Episode 54. Wir zeigen euch mal heute den typischen Arbeitsalltag von Weltumrundern. Jetzt sind wir gerade aufgestanden, kamen aus dem Bad. Jetzt gehen wir zum Frühstück erstmal hier im Hotel. So, was gibt es immer hier? Das typische Frühstück. Und in jedem Hotel läuft morgens der Fernseher. Plastikgeschirr. Frühstück geht bei uns immer ganz schnell. 15 Minuten. Wir sind immer die Ersten, die im Frühstücksraum sind. Das Frühstück ist nicht doll. Und jetzt brechen wir wieder auf zum nächsten Tagesziel. So, jetzt kamen wir vom Frühstück zurück. Ist nie so doll in den Hotels. Ihr habt es gerade gesehen, es gibt ein bisschen O-Saft und Kaffee und einen Toast. Und wenn es Glück habt, gibt es ein bisschen Rührei, was aber meistens nicht so toll schmeckt. Und Cornflakes gibt es immer. So, wir sind immer meist die Ersten im Frühstücksraum, weil die Frühstücksräume meist viel zu klein sind für alle Hotelgäste. Wenn das Hotel belegt ist, dann kann man im Frühstücksraum, kriegt man keinen Platz mehr. Wir wollen aber ohnehin immer früh fahren, wenn wir im Hotel sind. Beim Campingplätzen ist es anders, da bleiben wir länger und essen auch länger Frühstück, weil es einfach besser schmeckt. So, nach dem Frühstück, dann gehen wir immer gleich in die Tagesplanung über. Wir wissen natürlich schon die nächsten 14 Tage voraus etwa, wohin wir fahren. Die Städte und die Streckenlänge haben wir schon immer so ein bisschen ausgedeutet, weil wir wollen ja möglichst viel Seen und Sehenswürdigkeiten mitnehmen. So, die taggenaue Planung machen wir immer morgens früh, direkt nach dem Frühstück. Dazu nutzen wir immer Google Maps, das bietet sich an, das ist recht praktisch. Und wir sind jetzt in Colorado Springs, beziehungsweise ich kann gleich das Hotel eingeben. Quality Inn, der hat er schon gefunden. Der kennt ja immer schon, wo man ist am Standort. In diesem Hotel sind wir hier, da seht ihr das Foto. Dann fahren wir heute auf einen Campingplatz im Ort Cranby. Stillwater heißt er, den haben wir bereits vorgebucht, sicherheitshalber. Würde ich hier nur die Reihenfolge verändern. Also los geht's in Colorado Springs. Kann man gar nicht sehen, dass der Stadtname da steht. Nee. Nach Granby hoch. Wir fahren nicht nach Denver. Wir lassen Denver rechts liegen sozusagen. Ich war schon mal in Denver gewesen, die Stadt ist recht uninteressant. Und wir wollen natürlich viel Landschaft, Natur sehen. Das heißt, wir fahren dann hier in die grünen Bereiche rein. So, jetzt gibt es zwei weitere Ziele, die fügen wir mal hinzu. Das eine ist der Ort Alma. Was ist mit dem, jetzt muss ich hier die Reihenfolge richtig hinschieben, Hotel Alma Stillwater. Und ich gehe mal auf Optionen, mache die Meilen weg, gehe auf Kilometer, dann seht ihr auch schon, wie viele Kilometer das sind. Das sind also 313 Kilometer, wenn wir bei Alma fahren. Was es mit Alma auf sich hat, werden wir dann erklären, wenn wir dort sind. Dann fügen wir noch ein Ziel hinzu, das ist der Ort Deckers. Den muss ich auch in die richtige Reihenfolge schieben, der kommt vor Alma. Und dann haben wir jetzt 361 Kilometer. Also das wäre jetzt die heutige Route. Wenn wir jetzt das Garmin oder das Google Maps denn am Motorrad programmieren, dann programmieren wir immer nur die ersten Zwischenpunkte. Also Deckers, dann Alma, dann Stillwater. Also 361 Kilometer haben wir. Google Maps sagt, wir brauchen 4 Stunden 39 Minuten. Wir brauchen natürlich deutlich länger, weil Google Maps immer mit der Höchstgeschwindigkeit rechnet, die erlaubt ist, die man fahren darf. Im Schnitt fahren wir aber nur ungefähr 50 Meilen etwa, sagen wir mal 70, 80 Stundenkilometer. Und wir brauchen voraussichtlich mit Kaffeepause, Nachtanken und so weiter 6 bis 7 Stunden. Und wir haben jetzt hier kurz nach 7, bis wir das Motorrad beladen haben, Zimmer aufgeräumt haben, Motorrad beladen haben, braucht man noch eine halbe Stunde, Stunde, kommen wir vielleicht 8 Uhr weg. Und dann sind wir voraussichtlich um 15 Uhr am Campingplatz. Also noch ausreichend Zeit, das Zelt aufzubauen, Essen einzukaufen und Essen zu machen, bevor es dunkel wird. Weil hier wird es jetzt wieder früher dunkel
Und der Campingplatz liegt auch 200.000 Meter oder sowas hoch. Wir hatten schon mal letztens, bevor wir den gebucht haben, in die Wettervorsage geschaut. Nachts wird es dann 5 Grad. Also wir nähern uns jetzt wieder kälteren Regionen und haben die heißen Regionen, wo wir sonst in Utah waren, verlassen. So schaut also jetzt kurz die Planung morgens früh auf. Ihr seht also am Computer, ist das keine 5 bis 10 Minuten und wir wissen den Tag voraus. Und damit hat auch der Tag Struktur. So, und jetzt packen wir erstmal hier im Zimmer zusammen und dann packen wir die Motorräder. Wir haben jetzt fertig gepackt und jetzt geht's los. So, wie gerade erwähnt, haben wir jetzt den nächsten Ort eingegeben ins Google Map und in Garmin. Hast du auch Deckers drin oder hast du Stillwater drin, Andrea? Ich habe die OSM-Map erstmal nur gestartet. Also. So, und jetzt, was machen wir, da wir gestern Abend nicht getankt haben, tanken wir jetzt heute früh gleich. Übrigens haben die Tankstellen hier verschiedene Preise. Für Credit Card kostet der Sprit zum Beispiel der rote an der 3,39. Und hat man so eine Kundenkarte, dann zahlt man 3,29. Also so Art, hier seht ihr da gerade Bonuspunkte und so weiter. Und Barzahler zahlen auch weniger als Kreditkartenbezahler. Du kannst doch mal sagen, dass ich eigentlich fahren darf. Ja, und genau, man darf rechts abbiegen, wenn der Querverkehr frei ist. Also es gibt quasi immer einen Fall, ohne dass er da ist. Ja, stimmt. So, und jetzt tanken wir. Und wir tanken immer die beiden Motorräder gleichzeitig sozusagen auf einer Kreditkarte. Wir tanken das 1,90er, das ist der beste Sprit hier. Und der kostet jetzt 3,99. Das heißt 4 Dollar für eine Gallone. Eine Gallone sind 3,7 Apples Liter. Das ist das Problem, wisst ihr? Wenn ihr eine Kette habt, überall ist irgendwo Öl dran. So, muss ich mir kurz abkabeln hier. Ich hänge wieder am Strom dran. Sonst geht nämlich die Senderanlage und die ganze Filmerei nicht. Und dann haben wir hier eine schöne Waschstation. Die kennen nur ganz wenige. Wo man sich nämlich die ganzen Dreckfinger wieder schön abwaschen kann, die man sich bei solchen Vorgängen holt. Und wir haben auch wieder ganz frisch gewaschene Anzüge, wieder alles picobello. Andrea war gestern waschen gewesen, während ich Video geschnitten habe. Weil ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt oder geschrieben haben wir es. Wir sind so viel im Schotter gefahren und im Staub. Die meisten Sequenzen haben wir ja rausgeschnitten. Wir lassen immer nur 5 Minuten drin, sonst wäre es, denke ich, für euch eine Zumutung. Es wäre zu viel. Und da ist man nach einer Woche immer komplett verdreckt. Also müssen wir ungefähr einmal pro Woche. Das heißt, in der Woche fahren wir ungefähr 1500 Kilometer. Davon fahren wir ja mehrere hundert Kilometer Schotter pro Woche, die Anzüge waschen. So. Und warum euch wundert, warum ich jetzt mal gelbe Punkte dran habe, ich muss ja manchmal die Kabel zusammenstöpseln, so auf die Schnelle. Und da sehe ich bei den USB-Anschluss A, USB-A, sofort, wie ich den Stecker drehen muss und muss nicht probieren, wieder reingeht. Das nur so, falls ihr euch über die gelben Punkte wundert. Ja, noch eine Info hier aus dem Alltag der Weltreisenden. Wir haben immer sehr viele Baustellen und gerade hier in den USA wird unheimlich viel in die Infrastruktur gesteckt. Also die nehmen richtig Geld in die Hand, um hier alles zu sanieren. Also wir haben öfters am Tag hier den Straßensperrung. So Strecken, wo dann nur in eine Fahrtrichtung aufgemacht ist für eine Weile, dann geht es dann hier weiter. Jetzt hier die ganze Polizei an. Was macht der denn jetzt? Der fragt nach dem Weg oder was? Oh, wir haben mal wieder Polizeiautos gesehen. Aber das müssen wir. Weiß nicht, der Motor ist laut, wahrscheinlich hört ihr nichts. Man sieht übrigens hier sehr wenig Polizei. In USA und Kanada auffällig wenig. Andrea, was schätzt du, ist der Faktor zwischen Polizeipräsenz Deutschland zu USA? Gott. Faktor 5 mindestens, schätze ich mal. Also hier auf dem Land ist wenig. Also jetzt
hier in Colorado Springs und umgeben haben wir jetzt erstmalig wieder ein bisschen mehr gesehen. Ja. Ja, aber gut, wir sind ja auch in mittelgroße Städte gefahren. Also wirklich geschätzt. Also wirklich geschätzt sieht man bei uns, ich hoffe, der Motor ist nicht so laut, 5-mal mehr Polizei als hier in den USA. So, unser erstes Zwischenziel haben wir erreicht. Das ging jetzt alles relativ flott. Wir sind hier im Ort Deckers. Genau. Da, Coors, Deckers, Deckers Resort. Discover Deckers, Fleiß and Lies. Gut, wollen wir hier einen Kaffee trinken, Andrea, oder? Wenn wir schon mal? Ich dachte nur wegen dem magischen Ort. Ach so. So, wir zeigen euch mal hier, was so Stundenlöhne sind in Amerika. Die kriegst du also für so einen First-Time-Responder. $25 die Stunde. Und du benötigst dafür keine Ausbildung. Also so sind die Gehälter hier. Kleine Kaffeepause. Die erste heute. Wir machen ja noch eine. Im nächsten Ort. Und hier seht ihr das Geheimnis von Alma. Alma ist die höchste Gemeinde oder der höchste Ort in Nordamerika. Und jetzt haben wir hier wieder Mittagspause, Andrea, 11:30. Jetzt gucken wir mal was zum Essen irgendwie. Ah, vielleicht hat der Otto eine Bratwurst, der klingt so deutsch. So, was haben sie denn hier Schönes? What up, y'all? Hi. How are you doing? Good, and you? But excellent. Excellent. You? Jetzt hat Andrea gerade gesagt, sie hat nicht gewusst, was sie bestellt hat. Ja, ich habe nur gesehen, dass sie Fried Eggs. Ja, ich habe nur einen Salat und ein paar Pommes. Aber wir essen noch heute Abend richtig warm. Wir machen ja Camping. Und dann ist wieder Andrea gefragt, was Leckeres zu machen. So, 101 Meilen, das sind 160 Kilometer, knapp 2 Stunden. Jetzt haben wir gerade mal wieder getankt. Aber wir nähern uns wieder einer Pause, einer Kaffeepause. So geht das bei uns. So, zweite Kaffeepause. Und was habe ich gerade gesehen? Bei meinem iPhone sind immer so kleine Schäden, die man da entdeckt. Geht die Schutzoptik. Ich habe hier so einen Schutzfilter drauf. Der Filter kaputt leider. Mal gucken, wie jetzt die Bilder überhaupt noch werden. Oder ich muss es abmachen. Dann habe ich natürlich das blanke Originalobjektiv. Aber da wir immer relativ robust mit den Handys umgehen, die liegen dann so und so da, wird das schnell zerkratzen leider. Mal schauen. Kaffeepause beendet. Jetzt haben wir 14:45 und wir haben jetzt noch 76 Meilen, also so 120 Kilometer ungefähr. Das fahren wir in 1,5 Stunden voraussichtlich durch, ohne Pause. Wir sind in Granby und suchen eigentlich eine Grocery, weil wir Camping machen, dann müssen wir was zu essen haben. Da Igadel, wir müssen in die Stadt rein. Da ist eine Einkaufstüte gemalt. Cannabisladen. Oh. Ja, okay. So, also Cannabis haben sie hier, Debbie Streifen brauchen wir auch nicht. So, unser Tagesziel. Stillwater Campground. Sieht zu Reserve Site, okay. So, wir haben jetzt 3:30. Gut, so. Da sieht's blau aus, da sieht's grau aus und Wind ist irgendwoher. Jetzt bauen wir erstmal die Schoße ab und Andrea fährt dann einkaufen.
So, jetzt haben wir kurz abgeladen und jetzt bauen wir mal wieder in Lichtgeschwindigkeit oder Zeitraffer das Zelt auf. Und jetzt fährt Andrea noch einkaufen. Essen kaufen, einkaufen. War Madame erfolgreich? Ja. Was gibt's denn? Tacos. Tacos, wunderbar. Ja, nachdem wir jetzt das Zelt aufgebaut haben, hat Andrea was zu essen gemacht. Ich habe schon die Dateien gesichert. Und jetzt lassen wir zum Ausklang. Essen wir Abend. Abendessen. Essen wir Abend. Ja, und so war jetzt ein Tag. Das war jetzt ein Durchschnittstag. Wir sind gefahren etwa 360 Kilometer heute. Ne? Ja. Nicht im Gelände. Gab auch nicht so viel anzugucken heute. Aber so sind eigentlich ja, ein durchschnittlicher Fahrtag, wenn wir vom Motel losfahren und abends ein Camping machen. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie so ein Alltag aussieht wie auf einer Motorrad-Weltreise. Zumindest so, wie wir das machen.